Hey Leute, Crimex hier, was geht, David Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP. Meine Freunde, wir sind hier gerade bei uns zu Hause. Da hinten ist auch Paul Berger, der ist heute mal nicht in der Schule. Lasst auf jeden Fall schon mal ein Like und ein Abo da für mehr GTA 5 RP. Ihr wisst Bescheid, Leute. Und ey, was geht ab, Paul Berger? Hey Max, ich hab ein schlechtes Gewissen. Wie, du hast ein schlechtes Gewissen? Ja, weißt du noch, wo ich in diesem Camp war? Meinst du das Erziehungscamp für schwer erziehbare Kinder? Hör mir zu, da warst du eine Frau, ne? Die wollte Kinder essen, glaube ich. Eine Frau, die Kinder essen wollte? Ja, das ist dort. Hä, was redest du da? Ja, eigentlich mag ich ihn nicht, aber ich habe ein schlechtes Gewissen, ich habe Angst, dass ihn isst. Also warte, du willst mir gerade erzählen, in dem Erziehungscamp hast du noch einen Freund und du hast Angst, dass irgendeine Frau dein Freund ist. Ja, also der ist nicht wirklich mein Freund, aber wir haben uns gut verstanden, so dort. Okay, ja, aber was soll ich da jetzt machen? Das ist so ein Gefängniscamp für schwer erziehbare Kinder, was soll ich da machen? Ja, aber ich habe das Gefühl, ich bin schuld, wenn ich stirb. Du musst mir helfen, wir müssen ihn rausholen. Okay, ich kann schon verstehen, ein schlechtes Gewissen. Ja, aber ey, Paul Berger, nicht mal ich konnte dich rausholen. Die lassen einen da nicht raus. Ich musste dich da befreien durch den Tunnel, weißt du noch? Ja, aber der, ich sag dir wirklich, der ist voll gefährlich, Mann. Die ist so komisch, die ist so gruselig. Ich mach immer so, komisch, listen. Wenn... Ich glaube, die hat noch schon ein paar andere gegessen, aber die kannte was? Ich nicht. Ja, die waren einfach weg. Ein Tag, ich war da, plötzlich war die nicht mehr da. Ich so, wo sind die? So, egal. Hey Leute, meint ihr, wir sollen uns das mal anschauen, was Paul Berger sagt, dass da irgendwie so eine Frau Kinder ist da? Ich weiß nicht, ich kann natürlich das... Ich kann ja niemals zulassen, dass irgendwie Kinder gegessen werden. Ja, gut. Ach, ja, ich habe heute eh nichts vor. Okay, wir werden uns das mal anschauen, Paul Berger. Komm mit. Dann müssen da rein, Max. Ja, aber ey, wir müssen erst mal gucken. So, wie gesagt, ich werde ja da nicht so einfach reingelassen. Ich konnte ja kaum dich rausholen da. Weißt du, wie ich meine? So... Das ist ja nicht ja, so einfach. Ja, aber lass dir was einfallen, weil du bist doch groß. Wir könnten vielleicht durch den Tunnel von Touren da reingehen. Touren hat ja diesen Tunnel unterm Gefängnis. Vielleicht können wir da nochmal einbrechen da. Ey, ich hab nicht voll die gute Idee. Du kannst dich doch so anziehen wie so ein Wächter und ich bin wie so ein Erziehbar. Das kennt du, da gehen wir rein und du tust so, als würdest du gerade auf mich aufpassen müssen. Boah, Paul Berger, Alter, das ist eine richtig gute Idee. Ja, ich weiß, ich bin schlau. Ey, du bist echt schlau. Okay, pass auf, dann werden wir durch den Tunnel von Touren da einbrechen. Ich werde einen Wärter ausnocken, werde mich als er verkleiden und du bist das schwer erziehbare Kind, mit dem ich da rumlaufe. Und dann werden wir uns das anschauen. Okay, das ist der Plan. Gut, meine Freunde, dann würde ich sagen, wir fahren jetzt zum Gefängnis bzw. zu dem Kindererziehungscamp für schwer erziehbare Kinder. Und dann werde ich mir da mal anschauen, ob da wirklich irgendeine Frau ist, die Kinder ist. Wenn Paul Berger hier mir Scheiße erzählt, dann bin ich richtig sauer auf ihn. Aber wie gesagt, Leute, wir schauen uns das mal lieber an, weil ich könnte niemals zulassen, dass da wirklich Kinder gegessen werden, Leute. Let's go zum Gefängnis. Okay, Paul Berger, ich hoffe wirklich, dass du mir hier gerade keinen Müll erzählst. Nicht, dass du mich hier anlügst, ne? Nein, ich will nicht niemals warten, als ob ich da wieder zurück will. Stell dir das mal vor, ich wollte doch da raus. Ja, okay, stimmt. Das ist eigentlich ein Argument. Es gibt keinen Grund für dich zu lügen. Okay, pass auf. Da vorne ist das Gefängnis bzw. Erziehungscamp. Jetzt, wir müssen uns jetzt hier... Weißt du was? Das bringt gar nichts, da vorne hinzugehen. Das bringt eh nichts. Wir müssen direkt einbrechen. Oder warte mal, ich werde mal fragen da vorne, den Wärter. So. Ja, du musst ihn auslocken oder so. Hallo, guten Tag. Ja, bitteschön. Ja, guten Tag, Herr Wärter. Ich bin hier Erziehungsberechtigter. Ja, ich merke das schon. So, mitkommen, Kleiner. Nein, ich bin nicht hier, um meinen kleinen Bruder abzugeben. Ich bin hier, ich bin Erziehungsberechtigter für einen Dante. Den soll ich heute abholen. Dante, ja, warte mal ganz kurz. Ne? Fragen Sie mal nach da. Max, das klappt nicht mal so. Ja, ich weiß, aber ich werde es versuchen. Wenn das natürlich jetzt so klappt, wäre es ja voll einfach. Wir testen jetzt mal. Der schaut mal da hinten, ob wir den rausholen können. Das wäre halt zu krass. Ansonsten, wenn das nicht klappt, dann müssen wir wirklich jetzt ins Gefängnis einbrechen, Leute. So, okay, warte, der kommt. Ja, so, ne? Wie ist denn Ihr Name? Mein Name ist iCrimex. Oh, iCrimex. Ja, da ist der Dante. Nee, hier ist kein iCrimex eingetragen. Nee, tut mir leid. Scheiße. Ja, okay, gut. Habe ich mir schon gedacht. Gut, dann tschüss. Ja, Sie den kleinen Racker nicht hier reinlassen wollen? Nein. Der ist aber auch dem dufte Kerl. Nein. Mein kleiner Bruder ist nicht schwer erziehbar. Der muss hier nicht rein. Okay, tschüss. Okay. Hey, Leute. Wieder ab zu den Kindern. Ja, gut, Leute. Ich habe es mir schon fast gedacht, dass es nicht klappt. Aber es war ein Versuch wert. Aber, Leute, wir haben ja zum Glück noch den Tunnel von Touren, Leute. Der geheime Ein- bzw. auch Tunnel hier von Touren. Der ist ja irgendwo hier hinten. Lass mal hier schauen. Paul Berger, weißt du noch, wo das war? Ich glaube, das war irgendwo hier hinten. Ah ja, hier war das. Perfekt. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Oh. Okay, gut, Paul Berger. Komm, aussteigen. Okay, los. Komm, Paul Berger. Wir müssen da jetzt rein. Los. Hier, Leute, durch diesen Tunnel, durch ins Gefängnis rein. Okay, warte, ich steige aufs Motorrad. Steig auf. Ich bin drauf.
Und let's go! Oh mein Gott, das ist hier so ein dunkler Tunnel, Leute. Aber wir schleichen uns jetzt ins Gefängnis rein, um den Kumpel von Paul Berger zu retten. Okay, okay, okay. Und perfekt. Das wird auch später wieder unser Fluchtweg sein, um hier abzuhauen. Okay, komm, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Und... Bin noch am Klettern. Okay, jetzt ganz ruhig, jetzt ganz ruhig. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir dürfen jetzt hier nicht auffallen. Lauf hier raus, lauf hier raus. Ah, nein, oh mein Gott, ich fall wieder runter. Ach, nein, nein. So schnell. Ja, ja, warte, ich komm wieder schnell hoch. Ich bin nur wieder runtergefallen, ich Idiot. Komm, 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 komm. Max, da macht er gerade Stress, guck mal. Okay, 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 jetzt ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Nicht Max, warte, da, Max, warte. Wo? Es sind hier da, Wärter. Da, hier. Da schlägt da jemand. Oh mein Gott. Okay, da ist ein Wärter. Pass auf, ich werde ihn jetzt gleich ausnocken und mir seine Kleidung holen. Da kommt einer. Mach das. Wärter, wir müssen warten, bis er um die Ecke gelaufen kommt. Okay, pass auf, Paul Berger. Er fängt da Streit mit irgendwelchen Häftlingen an. Oh mein Gott, der Arme, der will den Elektro... Der hat den Elektro geschockt. Was ist das, Alter, denn für ein Typ? Oh, tut das weh mit dem Schocker, tut das weh. Leute, was ist das denn für ein krasser Wärter? Der tut den einfach Elektro schocken, obwohl er schon am Boden liegt. Ich brauch keiner mehr hier in dem Leben. Der hat den einfach abgeknallt. Wow, was, Max, du musst was tun. Wie gehen wir denn hier mit den Kindern um? Okay, warte, jetzt. Stück Scheiße, Alter. Du knallst hier einfach Minderjährige ab, Mann. Was ist dein Scheißproblem? Du Stück Scheiße, Alter. Max, Stück gib Scheiße. Ihn, ja. Gib ihm noch perfekt. Ein Gegeben. Okay, warte, der ist. Ich werde ihn kurz zur Seite tragen. Warte, geh kurz weg, Paul Berger. Okay, warte, wir müssen ihn hier kurz um die Ecke legen, nicht, dass der gefunden wird. Und dann schnappe ich mir kurz die Klamotten von dem Typ, Leute. Oh mein Gott, Leute. Wir haben uns die Kleidung des Polizisten geschnappt. Jetzt fallen wir hier nicht drin auf. Okay, Paul Berger. So, perfekt. Es funktioniert. Weißt du noch, wo dein Kumpel Dante ist? Wo, in welchem Zellentrakt der war? Ja, ich weiß nicht mehr genau, aber wir können ihn in der Cafeteria abfangen. Okay, aber pass auf, ne? Du weißt, ich muss jetzt so machen, als wäre ich hier ein Wärter. Nicht, dass das auffällt, okay? Ja, okay. Nimm mir das nicht übel, aber ich muss jetzt so ein bisschen dich bedrohen. Warte mal, ich nehme mir erstmal einen Elektroschocker raus und Schlagstock. So, ich mach jetzt hier mit Schlagstock. Aber schlag dich wirklich, Max. Nein, ich schlag dich nicht wirklich. Aber es muss ja so aussehen, als wäre ich hier wirklich so ein Wärter. Weißt du, wie ich meine? Okay, dann so. Lass uns reinlaufen. Wenn hier irgendwie Wärter kommen, dann muss ich echt ein bisschen streng zu dir sein. Dann werde ich so sagen, so, noch ein Wort und ich knüppel dich weg, Junge. So, weißt du? Hey, Max, wenn du das machst, dann knüppel ich dir halt, Mann. Sei leise. Ey! Was willst du machen? Ich bin hier Wärter. Hey! Zieh deine Mütze aus, wenn du mit mir redest. Ey, du hast meine Mütze und Paul Berger, Mann. Okay, warte, lass zusammenreißen. Warte, ich muss wieder schnell die Mütze aufziehen. Okay, Paul Berger, so, dann zeig mal. Hier geht's rein zu der Cafeteria. Ja, ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Okay. Oh mein Gott, Leute, wir sind jetzt hier im Kindergefängnis drin. Das hier ist das Kindergefängnis. Okay, Paul Berger, weißt du, wo dein Kumpel Dante ist? Nein, das kann die Cafeteria hier sein. Okay, warte, hier in der Cafeteria ist aber irgendwie niemand. Vielleicht ist er bei den Zellen. Vorzüglich, das junge Fleisch. Was ist das denn für eine Dicke? Hast du gesehen? Das ist. Ach du, die kommt! Ist das die Frau, die Kinder isst, wo du sagst? Ja, Max! Genau so, guck dir mal an, wie die aussieht! Oh mein Gott! Die riecht nach Zuckerschnute! Max, sie kommt! Ja, okay, warte, wir müssen hier weg, Paul Berger! Die sieht ja echt. Die sieht ja richtig gruselig aus! Okay, warte, wenn die gleich kommt, dann werde ich so machen, als wäre ich Wärter, okay? So, gegen mich kann ich nichts machen. Hey, Max, wenn die mich jetzt gleich mitnehmen will, du darfst mich auf keinen Fall mit dir mitgehen Sorge, lassen. Keine Sorge, okay, ich spiel jetzt mit. So, jetzt soll noch sofort Liegestützen machen, kleiner Häftling. Los. Ja, mach ich sofort. Entschuldigung, Sir. So, Sie sind hier also die Lunch Lady. Ja, geh mir aus dem Weg, du ekelhafter Mann. Hallo, Kleiner. Ah, die steht voll auf die Kinder, ey. Hallo. Bis am Schwitzen schon. Oh, saftig. Ja gut, ich mach das Essen schon mal. Ja, machen Sie mal das Essen. Ey, Paul Berger, ist das hier die Frau, die das Essen macht, oder was? Ich glaube, die will mich essen, Max. Ja, keine Sorge, dir wird nichts passieren, aber wir müssen deinen Kumpel Dante finden. Wir wollen den doch hier rausholen. Ich weiß nicht, wo der ist. Vielleicht ist er schon in der Küche irgendwo und wird gleich zubereitet. Warte mal, wir gucken mal bei den Zellen hier. Komm mal mit. Wer ist denn in den Zellen drin? Psst, Dante! Psst! Hallo, Dante! Hörst du uns, Dante? Hier bin ich! Ich bin hier drüben! Warte, wir hören ihn. Wo ist der Typ? Psst, Dante! Dante, sag mal, welche Zelle du bist, Mann! Zelle 9¾! Zelle 9¾? Was ist denn 9¾, Alter? Was ist der hier oben? Ja, ich kann doch nicht rechnen, was das ist. Ah, da oben ist er, ich hab ihn gefunden, Max! Ach, oben ist er! Da! Würde ich rechnen können, wäre ich doch nicht hier. Was ist das für eine dumme Frage von euch? Ja, Alter, was sind das für komische Freunde, die Paul Berger da hat? Hey, hier ist Dante, ich hab ihn gefunden, Max! Ach, da oben! Psst, Dante, alles gut bei dir. Dante, komm mal an die Tür. Nein, du willst mich auch essen, kann das sein? Nein, ich bin der Bruder von Paul Berger, siehst du doch. Hey, Dante, alles cool, das sind wir. Hä?
Ja, wirklich? Wir haben das hier extra eingebrochen, um dich rauszuholen. Aber ich habe keinen Schlüssel für deine Zelle. Ich habe Angst, ich kann hier nicht raus. Da ist so eine komische Frau, die will mich aufessen. Leute, nein, 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 wir werden das verhindern. Keine Sorge, wir werden dich davor rausholen. Die Lunchlady wird dich nicht bekommen, Dante. Oh, Burger, kann ich hier wirklich rauskommen? Wir werden dich rausholen, Dante. Ja, wir holen dich gleich raus. Wir müssen nur den Schlüssel finden. Ich okay, will warte. Raus. Wir versuchen den Schlüssel zu holen, dann werden wir dich retten, Dante. Paul Berger, wir müssen schnell den Schlüssel finden. Komm mit. Eine wichtige Durchsage. Dante, bitte zum Küchenweg. Ey, das war doch die Lunchlady, Paul Berger. Ja, was passiert jetzt? Was ist das Bell, Mann? Scheiße, scheiße, scheiße. Der muss jetzt sofort zum Küchendienst. Oh, was machen nein, wir nein, jetzt? Nein, 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 nein. Komm, komm, wir müssen schnell den Schlüssel finden. Wir müssen ihn rausholen da. Los, 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 los. Schnell ins Büro, schnell ins Büro. Oh nein, nein. Nein, 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 das ist die Lunchlady. Die will den schon holen. Den. Ey, wir sind zu spät. Wir sind zu spät, das bringt nichts mehr. Ja, lass in der Küche verstecken, lass uns in der Küche verstecken. Ja, das ist die Küche, das ist die Küche. Da können wir beobachten, was sie mit dem vorhat. Schnell, 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 schnell. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir sind zu spät, wir können Dante da nicht mehr rausholen. Die Lunchlady ist schon auf dem Weg. Max, wohin, wohin, Max? Wo können wir uns verstecken? Ich weiß es nicht. Warte, hier hinten in die Ecke, ich gehe hier hinten zu den Friteusen in die Ecke. Okay, Leute, wir sind jetzt hier hinten versteckt. Ihr seht, wir sind hier in der Ecke von der Küche. Wir haben uns hier in der letzten Ecke versteckt. Okay, psst, Paul Berger, bist du da drüben? Ja, das stärkste gehört aber weg. Okay. Oh mein Gott, die Lunchlady kommt. Oh mein Gott, die sieht so gruselig aus hier. Hallo, Tante. Na, bist du bereit für ein bisschen Küchendienst? Du siehst heute aber wieder schön aus. Du siehst auch wie ein Leckerbissen aus. Hey, Leute, die macht die ganze Zeit. Was soll ich jetzt machen? Die macht die ganze Zeit so Anmerkungen, Leckerbissen und so. Ich glaube, die will wirklich den Dante aufessen. Pass mal die Burger bitte an. Ich mach alles, was du mir befiehlst. Pass alle Burger bitte an. Alle Burger anfassen? Ja. Jetzt oder was? Ja. Ja. Oh, ja, ja, Sigrid, alles was du willst, alles was du sagst. Die hat ein Messer gerade da rausgenommen aus dem Messerblock. Oh mein Gott, nein. Sigrid, kann ich jetzt kurz aufs Klo? Nein. Okay, na dann, Leute, mach mir echt hast du heute schon was gegessen? Bist du schon gefüllt wie eine Gans? Ja, ich habe alles gegessen, was die Wärter mir gegeben haben. Sehr gut, sehr gut. Was macht die dahinter? Sehr gut, Dante. Gute Nacht. Oh mein Gott, die verprügelt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, was hat die gemacht? Die hat den, glaube ich, verprügelt, ausgenockt. Oh. Psst, Dante. Keine Sorge, Dante. Keine Sorge. Die nimmt den mit. Das wird ein Festschmaus. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Paul Berger, wir müssen da so Sport hinterher. Komm, 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 raus aus der Ecke. Schnell, 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 schnell. Komm, 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 hinterher, hinterher. Lauf, 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 lauf. Komm, warte, lauf, wir müssen jetzt lauf, so machen, als würde ich dich mitnehmen, okay? Falls andere Wärter da sind, dann werde ich sagen, ich werde dich versetzen, du wirst verlegt oder so. Schnell, 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 wo bringt die die hin? Nein, 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 die fährt da gerade weg. Die fährt da gerade weg. So, was ist das für ein Auto, was die da hatte? Ich glaube, da stand irgendwas mit Fleisch drauf. Ich glaube auch, so Fleischerei oder so, Metzgerei oder so. Ey, warte mal. Paul Berger, Paul Berger, lass wieder durch den Tunnel raus. Komm, 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 schnell, wir müssen hier raus. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir müssen überlegen, Paul Berger, wir müssen sofort überlegen. Kennst du hier irgendwelche Metzgereien, Fleischereien oder sowas? Nein, ich kenn das nicht, Mann. Warte mal, doch, da gibt's doch diese eine Fleischerei in der Stadt. Da will sie den Kleinen bestimmt hinbringen. Oh mein Gott, Leute, ich glaube, Paul Berger hatte wirklich recht. Diese Lunchlady, die will wirklich kleine Kinder essen. Ach du Scheiße, komm hier schnell wieder raus, 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 bevor uns irgendjemand sieht. So, zack, 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 komm hier runter. Oh mein Gott, wir müssen uns richtig beeilen, wir müssen uns richtig beeilen, Leute. Wollt ihr auch, dass wir Dante retten? Dann lasst jetzt mal ein Like da, meine Freunde. Und komm, 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 steig auf, Paul Berger. Wir haben nicht lang Zeit. Komm, ich bin raus. Wir müssen ihn retten. Nein, 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 ich muss hier drehen. Schnell, schnell. Und Kickdown durch Tuans Ausbruchtunnel. Los, 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 let's go, let's go. Ich fahr mit 200 km hier durch. Scheiße. Max! Das war zu schnell. Aua, egal, egal, mir geht's gut. Komm, schnell in den Lambo. In den Lambo. Oh nein, 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 nein. Und erstmal die ekligen Polizeiklamotten ausziehen, Leute. Und Kickdown, Leute, wir werden Dante retten. Wie gesagt, ich kenne nur eine Fleischerei hier in der ganzen Stadt. Wobei, nein, es gibt sogar zwei. Es gibt die Hühnchenfabrik im Blaine County Gebiet und es gibt die Fleischerei in der Stadt. Aber ich glaube, die Stadt ist näher. So, ich glaube, das wird da sein. Okay, Leute, jetzt schnell Kickdown dahin. Nur da können sie sein. Okay, Leute, wir sind jetzt hier wieder in der Stadt angekommen und hier ist diese Fleischerei. Hier muss das, glaube ich, sein. Wir gucken mal. Ey, Leute, da ist sogar das Auto von ihr. Mein Kleiner. Ey, die sind da gerade ausgestiegen, die steigen da gerade aus. Oh nein, sie nimmt ihn wieder mit. Ach du Scheiße. Lecker essen, lecker hier. Oh, Berger, siehst du das? Ja, was ist sie? Das ist sie, das ist sie. Nein, deine Tränen sind so salzig, die machen. Die machen die Garage auf. Ja, ja, okay, wir müssen da jetzt schnell hinterher. Warte. Hey, Max, wir haben ein Problem, glaube ich. Was denn? Oh mein Gott, die darf Die wollen uns hier schlagen, Mann. Oh, okay, warte, wer sind die? Seid ihr Helfer von der Lunchlady oder was? Ey, wer ist das? Egal, komm, lass die kurz wegprügeln. Niemand isst kleine Kinder hier, Junge.
komm. Gib dir Max, ja, noch eine rechte Kombo. Okay, fertig. Ja. Ey, die ist hier reingegangen. Komm, Paul Berger, schnell hinterher, bevor es zu spät ist. Ich meine, was soll die da sonst in der Fleischerei machen, außer den Essen? Die muss ja irgendwas Schlimmes mit dem vorhaben, Leute. Warte, nimm mal eine Taschenlampe raus. Hast du eine Taschenlampe, Paul Berger? Ist ein bisschen dunkel hier. Ja, ich hab eine. Oh mein Gott, ist das gruselig. Alter, hier hängen irgendwelche toten Tiere und so. Das ist richtig gruselige Scheiße, die hier abgeht. Okay, okay, komm, 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 schnell durch, schnell durch, schnell durch. Oh mein Gott. Nein, ich hör die, ich hör die, ich hör die. Wo ist sie, wo ist sie? Lecker Essen. Dante, wo bist du? Oh, Leute, das macht mir Angst. Da vorne, Max. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach. Da vorne ist sie, da vorne ist sie. Okay, warte, ich muss sie jetzt aufhalten. Okay, warte. Nein, die will ihn in den Fleischmixer reinwerfen. Okay, sofort Hände hoch, Landlady. Lass den kleinen Jungen runter. Was wollt ihr hier? Lass den Jungen runter. Willst du etwa was von meinem Essen abhaben? Nein, ich esse keine kleinen Kinder, du Psycho. Psycho-Lady. Psst, Dante, komm ich schnell rüber. Okay. Ist doch alles okay, beruhig dich. Oder willst du, dass Dante stirbt? Nein, niemand wird hier sterben. Ich knall dich sonst ab, Junge. Gut, alles gut. Warte kurz, Kat. So, Lunchlady, Finger weg von Dante. Geh zurück, geh zurück. Weißt du was? Du darfst dabei sein, wenn es Essen geht. Nein! Warte, warte. Okay, jetzt reiß dich, schieß dich an. Hey, das bringt gar nichts. Deine Kugeln bringen bei meiner Fettschicht nicht. Ey, die ganzen Kugeln bleiben in ihrem fetten Bauch stecken. Wie wär's, wenn ich Dante als Schutzschild benutze? Ey, nein, lass den kleinen Jungen runter. Okay. Ihr wollt mir mein Essen versauen. Die rennt uns hinterher, Paul Berger. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Nein. Ich glaube, wir müssen die verbrennen. Lecker Schmecker. Nein, Paul Berger. Scheiße, sie will Paul Berger. Okay, jetzt reicht. Warte, ich brauche irgendwas Explosives, ich brauche was Feuer. Molotov-Cocktail. Okay, du willst also wirklich dran gehen. Paul Berger, geh zurück. Nein, Stirb, Lunchlady. Sehr gut. Dante, bleib liegen. Ist weg. Oh mein Gott. Dante? Oh mein Gott, ich glaube, wir haben sie besiegt. Oh nein. Dante, geht's dir gut? Ich hab ihn, Max. Warte mal. Ich will mal ganz kurz eine Sache schauen, ob der Fleischhäcksler hier wirklich an war. Oh mein Gott, Leute. Der Fleischhäcksler war wirklich schon an. Die wollte Dante hier wirklich reinwerfen und zu ihrem Essen verarbeiten. Die wollte wirklich Kinder essen. Ey, Paul Berger, du hattest recht. Zum Glück sind wir da hingefahren und haben den kleinen Jungen gerettet. Ich hab's dir doch gesagt, Mann. Ja, komm, wir gehen jetzt hier raus. Dante, geht's dir gut? Warte. Ich kann dich tragen. Alles gut, ich trag dich raus. Scheiße, Mann, wir haben dich gerettet. Ach, du Kacke. Ey, Leute, ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Wir haben die Lunchlady besiegt. Ich hoffe, die ist für alle Zeit weg, Leute. Lasst mal ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crymax.